Ja, hallo, hier bin ich wieder, Bankake28 und mit einer weiteren Folge von Azak und Total War Warhammer 2. Wir stecken mitten im War und haben uns da ganz schön was aufgebürdet. Aber mal schauen, ob wir Erfolg haben oder nicht. So, wir schauen jetzt mal ganz kurz und überprüfen unseren Status. Wir, glaube ich, sind am Ende der Runde gewesen. Auch diese Folge ist wieder mal ein paar Tage her bei mir. Ein bisschen überlegen muss ich da. Ah ja, okay, naja, ich glaube, wir können den Rundenwechsel vollziehen. Wir können auch mal hier reinschauen in die Übersichtsliste. Ja, alles gut. Alles gut. Gut, 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 gut. Dann eine Runde weiter. Oh nein, Mika, ich hatte es gesagt, ich werde dich mal ab und zu vergessen. Es tut mir so leid, Mika. Verzeih mir das, mein kleiner Freund. Deswegen gibt es ja auch Bewegungsbefehle, ne? Für so demenzkranke alte Let's Player. So. Aha, die ziehen ihre komischen Unkrauttypen hin und her. Soll mir recht sein, besser als wenn sie alle in ihrer Armee drin. Aha, die lamianische Schwesternschaft wurde schon über den Reik geschickt. Schön. Und blub. Zack. Wir haben die Technologie keine Macht. Kämpfe abgeschlossen. Das ist auch schön. So, Mika, diesmal gleich am Anfang der Runde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich bist du mir nicht so sauer, Mika. So, zack, ich schicke ihn jetzt erstmal dahin, falls ich da irgendjemanden messern kann. Das wollen wir ja natürlich dann tun. So, was haben wir denn hier drin? Ich kann nur die Armee blockieren. Was haben wir denn hier für nette Leute drin? Armee blockieren, was haben wir hier für Leute drin? Armee blockieren und ein Attentat. 35% Erfolgswahrscheinlichkeit. Wie hoch? Held gescheitert? 58%. Held verwundet aber nur 7%. Das versuchen wir mal. Komm, Mika, ich weiß, es wird schwierig, ja, hier diesen Kjal Hennerensensson, den Schamanenzauberer, zu eliminieren. Aber wir haben Lust dazu. Oh, stopp, halt, ich sehe noch was, ich sehe noch was. Oh Gott, beinahe. Na, ich komme mal nicht an den dran. Also versuchen wir es hier. Wir müssen dich ja ein bisschen leveln, Mika. Los geht's. Erfolg! Mika, Schlaunas, hat ihn gemessert! Haha, sehr gut. Für Gork! So, und dann verbessern wir auch jetzt schon das Attentat. Nein, wir machen die Sachen etwas günstiger, diese Aktion. Finde ich immer eine gute Sache. Leveln können wir uns ja immer noch. Und jetzt sagt auch das Spiel, wir hätten einen Kommandanten nicht bewegt. Und das ist auch richtig so. So, der hat nämlich jetzt nochmal die Einheit gebaut und wir haben jetzt hier einen wundervollen Fullstack. Jetzt schauen wir mal, was können wir hier noch machen? Nichts und da auch nichts, das ist ja klar. Wie groß ist denn unser War? Und jetzt schaut mal hier, wir haben einen wilden Lindwurm in unserem War. Großes Aua. So, wir haben 11 Einheiten vom Gegner hier. Wir haben nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6... Leute, habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Ich hab Bock. Ihr habt Bock. Wir haben Bock. Es wird Zeit, endlich dieses Unkraut zu jäten und unsere Provinz zu sichern. Dann können wir uns auch den Bergen widmen. Das wird jetzt erledigt. Wir erklären dem Unkraut den Krieg. Wenn ihr es so wollt, soll es euer Volk hierfür bluten. Ja gut, wenn du meinst. Flups. Es sagt 50-50, das glaube ich dem Spiel diesmal nicht. Das glaube ich dem Spiel diesmal nicht. Die werden jetzt ganz schön leiden müssen. So. Jetzt ist es so, ganz kurz zur Erklärung, meine Lieben. Es gibt noch eine weitere Einschränkung, die ich grundsätzlich spiele, wenn ich nicht auf Legendär spiele. Legendär spiele ich auch deshalb nicht, falls das Spiel mal crasht, dann ist die ganze Aufnahme alles futsch. Da gibt es verschiedene Let's Player, die ihr im Internet findet, die das Gleiche berichten. Das mache ich halt natürlich nicht. Und ich mache das so, dass diese Einschränkung, die es von mir gibt, als, sag ich mal, sehr schwer plus, ja, ich spiele die Verstärkungsarmeen meistens, also wirklich meistens, nicht immer, nicht selbst. Ich lasse das der KI. Nicht aus Faulheit und auch nicht, weil ich das nicht könnte. Aber
Das finde ich hat einen interessanten Charakter, weil man hier einfach, ja, tatsächlich das Gefühl hat, ein anderer Kommandant ist da noch auf dem Schlachtfeld. Und nicht nur du. Ja, wir sind mal wieder im Imperiumsgebiet. Die Standardkarte mit der Statue von Sigma in der Mitte, die steht übrigens überall im Imperium. Die haben überall solche riesigen Kreisverkehre gebaut. Die Imperialen, die stehen da drauf. Sagt euch, hey, ich kenne das gar nicht. Doch, die Total Walker meinte, die kennt genau, was ich hier meine oder was ich hiermit sagen will. Ich finde, diese Map ist schön gemacht, aber nervt. Wir haben ein paar ganz schön heftige Truppen. Ich kenne Dröcher noch nicht. Ich weiß noch nicht so wirklich, was sie drauf hat, aber ich bin überzeugt, dass unsere Orks das jetzt wuppen. Ownen. Wie man so schön neudeutsch sagt. So, bei 10 Mana warte ich ab. Ja, Leute, das erste Mal, dass Ranald mit uns ist. Der Glücksgott in der Warhammer-Welt, würde ich mal sagen. Und jetzt sage ich Aufstellung starten. Achtet immer drauf, wo kommt eure Verstärkung her? Die kommt von der linken Seite, von hinten. Und das bedeutet auch, dass ich mich entsprechend aufstelle. Ich werde diesmal keine großartigen Sneaky Abenteuer machen, denn ich habe nämlich ganz dreist was vor mit meinen Männern. So, ich stelle jetzt etwas nicht so breit hier auf die Seite auf. Nein, Pancake, nicht dich deine coolen Jungs da vergessen. Mensch, Pancake, die darfst du nicht vergessen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. SDRG 1. Fernkämpfer. SDRG 2. So, die Spinlis kommen da dahinter. Die Trolle verstecken sich da ein bisschen. Das Jatapult kommt hier hin. Ich weiß, dass ich die am Anfang immer so ein bisschen überlappe. Ja, Leute, das ist mir egal. Ich gehe auch immer gleich in die Aufstellung. Wieso soll ich mich da hier einen Schönheitspreis? Gibt es dafür nicht am Anfang für die Aufstellung? Und die KI startet ja da hinten und wird auch wahrscheinlich vom Background noch Verstärkungen kriegen. Oder die steht schon komplett da, weil es eine Stadtverteidigung statt Schlacht ist. Und ich bringe mich hier dann einfach in Stellung, Leute. Ja, das ist das, warum ich mich jetzt so komisch aufstelle. So, an der Stelle mache ich aber tatsächlich jetzt mal kurz Pause. Weil ich das Spiel ja nicht kann, wie ihr alle wisst. Und wie es vermutet ist zu viel. Hier steht also der Feind. Und schaut mal hier, die haben ja einen Manticore. Wow. Das wollen wir uns natürlich mal angucken, kurz, ne? Guck mal, kann man kurz flattern lassen. Schön, ne? Manticore gesehen. Und hoffentlich nicht ableben, Leute. Das möchte ich nicht, dass ihr mir ablebt. Und hier steht diese Statue mitten im Weg, ne? Sigma, der kann sich auch keine Klamotten obenrum leisten. So, und dann gucken wir mal, was wir jetzt mit unseren Leuten machen. Ich drücke die Taste 1 und stelle meine Orkse mal hier auf. Guckt euch das mal an, ne? Wie das der Pancake jetzt macht. Jetzt stehen die da plötzlich sauber in einer Linie. So, Azhak. Der kommt mir dorthin, der versteckt sich dahinter, der ist nämlich nicht so der Allermutigste immer. Und der hier geht dahin. Manchmal ist er einfach nur clever. So, die Spindis gehen da drüber, diesmal hätte ich aber gerne einen Blänkler-Modus. Bewusstes Blänkler-Modus einschalten, nenne ich das. Die Trolle stellen sich dort dahinter, habe ich leider auf die falsche Flanke gestellt. So, und das Katapult, das braucht ein gutes Schussfeld und das ist ungefähr hier. Wie stehen jetzt meine Leute so? Nein, dann stell dich mal so hin, Katapult. Ich muss halt auch aufpassen, dass mich der Feind nicht umläuft. Und auch muss ich ja bedenken, wie wird ungefähr der andere General reagieren? Wie wird der laufen? Weil den kann ich ja nicht steuern, Leute. So, los geht es. So, die Verstärkung dröselt hier rein. So, Pause. Pause, denn hier ist er. Schaut euch das an. Ein echter, ein wahrhaftiger, aus meiner evolutionsbiologischen Sicht echt toll gemachter Drache. So müssen die eigentlich aussehen. Vordergliedmaßen Flügel, Hintergliedmaßen Beine. Sehr hübsch, meine Lieben. Jawohl. Ach, hä? Leute, ich habe euch Drachen versprochen. Und hier sind sie. Drachen! ja, und so viel zu meiner Orientierungsfähigkeit. Ich habe einen Orientierungssinn wie ein Goldfisch, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ein Glas. Oh, ist das eine tolle Aussicht hier. Schwimm, 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 dumm. Oh, aber ich kann nicht weit rausschwimmen. Oh, ein Glas, es ist aber schön hier. Naja.
Aua, 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 aua. Die schießen ja schon auf mich. So. Dann gehen wir mal hier weiter in Position. Gut, sehr schön. Jetzt machen wir mal die halbe Geschwindigkeit. Dass es auch vorangeht, Leute. Und jetzt sind hier diese blöden Hindernisse. Die gehen mir so auf den Keks. So, jetzt schauen wir mal, wie laufen die denn da rum? Kommen die da so hin, wie ich das will? Ja, bitte dann einmal hier hin. Die Bogenschützen, bitte einmal hier hin. Ich weiß, das ist ein Wald. Stell dich doch nicht in den Wald, hast du gesagt, Pancake. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, Leute? So, du kommst dahin. Die Trolle stelle ich dort drüben hin. Dann das Katapult ist noch nicht so weit. Wo habe ich denn gute Ziele? Irgendwas muss hier weg. Irgendwas muss hier weg. Das sind die hier. Das sind die Waldreiter mit Speeren. Das sind die Wölfe. Ich sehe noch nicht so gut. Dann nehmt mir mal bitte das hier aufs Korn. Und dann drücke ich nochmal Pause, Leute. Ihr dürft euch auch mal Elfen angucken, ne? Hier, wunderbar. Das sind Kampftänzer. Ne? Eine Spezialeinheit. Hier sind die Wölfe. Wow, cool. Echt groß. Hier sehen wir auch jetzt zum ersten Mal die Waldreiter mit den Speeren. Ne? Ich kann es auch weiterlaufen lassen. Hier sind Triaden. Also Baummenschen. Mensch, finde ich so ein bisschen komisch. Hier ist der Manticore. Hier ist den... was ist das hier? Ah, ein Hauptmann, eine Lichtungshauptfrau, besser gesagt. Und das da ist natürlich ein Monster von Gegnern. Ein bösartiger Baummensch. Die sind ja alle mies gelaunt, diese Typen. Nochmal Wölfe, nochmal mehr Triaden. Ich will euch auch ein bisschen Sightseeing will ich euch machen lassen. Und ja, die Waldreiter mit Speeren, die finde ich echt cool. Ich glaube, ja, ich kenne die noch nicht so gut. Guck mal die gerade mal von den Werten an. Ich weiß, läuft noch halb, weil die Gasser schnell vorrat aufstellen mit Schild. Cool, ich finde die gar nicht verkehrt. Diese Einheiten will ich spielen. Ich werde Drücher spielen. Ich werde meinen Orks untreu sein. So, die Spinlis. Bitte einmal hier lang und dann nehmen wir wieder gerne Play-Geschwindigkeit. So, wie sieht das aus vom Winkel her, wenn er auf die da schießt? Ne? Auf die da bitte, ne? Auf die... So. Die Verstärkung ist erst hier hinten. Ich hoffe, dass sie sich jetzt bald ins Gefecht mit uns werfen wird. Ich werde mich da vorne jetzt auch entsprechend gleich aufstellen. Da hat sich noch etwas enttarnt, meine Lieben. Tiefwaldkundschafter sind hier im Weg. Bumm! Und einmal ein schöner Treffer, die uns jetzt schon aufs Korn nehmen. Jetzt gehen wir nochmal in die halbe Geschwindigkeit. Weil jetzt muss ich die Truppenbewegung des Feindes natürlich wirklich kohärent aufpassen. Ich darf mich nicht dumm umlaufen lassen. Vor allen Dingen kann dieser Wald sehr, sehr gefährlich für uns sein. Da müssen wir jetzt wirklich, wirklich, wirklich aufpassen. Gerade die Fernkampf-Power, die jetzt hier die diese Waldelfen-Fraktion hat, die ist natürlich extrem gefährlich. So, die Bogenschütze bitte alle mal auf den Manticore schießen. Und zwar allesamt und zwar sofort. Ich will, dass ihr den so schnell ihr könnt rausnimmt. Und jetzt, unsere Schildinfanterie hat natürlich die Schilde oben. Ich lasse den die feindliche Kavallerie auch immer grundsätzlich anstürmen. So. Jetzt hat er... Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Was ist denn das? Da fliegt doch irgendwas. Ja, da fliegt irgendein Luftballon weg. Also. Wir haben jetzt hier eine Situation vor uns, dass die Waldelfen tatsächlich den Fortchecker machen. Sollen sie von mir aus tun. Unsere Spinlis müssen natürlich jetzt darauf achten, dass sie hier geschickt sich einsetzen. Und auch meine Schlitzer, die sollen sich jetzt auch entsprechend geschickt anstellen. Der greift die Wölfe an, du greifst mir die hier an, du greifst mir die hier an, du greifst mir jetzt die hier an, du greifst mir trotzdem die hier an, du greifst mir den bösartigen Baumensch an, ihr schnappt euch die hier, ihr schnappt euch die hier, ihr marschiert hier durch, ihr marschiert hier zu den Wölfen und ihr Trolle geht einmal durch. Okay. Das Katapult ist schon am Feuern. Du nimmst mir jetzt die hier aufs Korn, dass ich nicht meine eigenen Truppen treffe. Und... Boah! Hier die Triaden bitte lieber. Und dann hätte ich gerne wieder die halbe Geschwindigkeit. So, die versuchen mich jetzt hier zu umlaufen. Die nehme ich aber mit denen hier sozusagen aufs Korn. Die bleiben hier weiter auf dem Manticore drauf.
Die Spinnenreiter kommen jetzt auch in Position. Azhak wird hier nach vorne gehen und zwar ihn aufs Korn nehmen. Und da hätte ich jetzt gerne, das ist jetzt nur dieser normale Feuerball. Nee, das will ich nicht. Dann die Finsternis der Verzweiflung. Direkt auf den ihren General. Sehr schön. Dann noch das hier. Dann noch das hier. So. Dann den Antlitz des Schnitters gegen meinen Nahkämpfern. Dann brauche ich jetzt Muscle Tough. Was stehen die denn hier so rum? Lauf bitte weiter. Die Trolle haben sich hier auch in den Kampf verwickeln lassen. Das macht aber nichts. Leider gegen Lanzenreiter. Dann wollen wir mal schauen. Muscle Tough, Muscle Toughs Hirnbürster. Den können wir jetzt gut gebrauchen. Ach, Kameraführung ist das A und O in dem Spiel. Oder mit einer der wichtigen Punkte. Dann schauen wir mal. Hier kriegen wir gerade ganz schön den Popo poliert. Und wir müssen aufpassen. Unsere Einheiten verlieren nämlich den Anschluss. Die sehen jetzt nicht mehr, dass manche Einheiten können sich tarnen und dann verlieren sie den Durchblick, würde ich mal sagen. Ihr kommt hier weiter und schnappt euch die hier. So, Muscle Tough, du kannst auch noch eine Kopfnuss nehmen. Und zwar setzt du die jetzt hier rein. Oh, das glaube ich trifft mehr meine eigenen. Und ein War. Sehr schön. Treffer. So. Die sind jetzt da dran. Die Trolle greifen jetzt hier von hinten an. Hört auf, da rumzustehen. Hier verlieren wir tatsächlich gegen die Wölfe. Die hier haben hoffentlich die anderen gut beschäftigt. Ja, das haben sie. Ihr schnappt euch die hier, die Spinlies. Ihr kommt hier rüber weiter. Bleibt mir aber im Blänkel-Modus. Ich hoffe natürlich, dass ich auch schon sehr bald die Verstärkung bekomme. Meine Bogenschützen, die dürfen sich hier hinstellen und aufhören, falsch zu schießen. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis die Fähigkeiten triggern. Aber es läuft schon mal gut für uns, Leute. So, jetzt muss ich nochmal gucken, ich habe 13, der muss auch nochmal ein bisschen sein. Ja gut, die haben es jetzt aber. Oh, leider meine fiesen Schlitzer hier erwischt. Die anderen fiesen Schlitzer haben auch verloren, diese Wölfe scheinen ganz schön stark zu sein. So. Dann wieder halbe Geschwindigkeit. Dann setzen wir nochmal einen Hirnberster. Na, die sind zu arg mit unseren eigenen Einheiten am Machen und Tun. Hier wäre er ganz gut angebracht. Bumm! Hier wollen wir den Bodenkampf gewinnen. Deswegen kriegt ihr das jetzt mal in dem Winkel ab. Ich hoffe, dass ich diesmal nicht so viele meiner eigenen Einheiten treffe. Dann brauchen die hier unbedingt Verstärkung. Dann will ich, dass ihr die hier platt macht, den Baumriesen platt macht, besser gesagt. Und da hätte ich auch gerne, dass die Bogenschützen mithelfen. Weil der ist ja groß, die dürfte eigentlich ganz gut treffen. Der trifft jetzt auch endlich mal unsere Verstärkung ein. Die hat auch schon mitbekommen, dass wir hier eigentlich was zu erledigen haben. Die Spinnlies nehmen weiterhin die Leute mit aufs Korn. Die dürfen diesmal nicht außen vor sein. Das Katapult hat auf sich zu bewegen. Das stelle ich jetzt hier hin. Hoffen wir, dass es einen guten Schusswinkel hat. Doch nochmal halbe Geschwindigkeit. Haben wir noch irgendwo einen Helden? Was haben wir denn hier? Die haben wir da. Das haben wir da. Das Antlitz des Schnitters. Das könnten wir jetzt nochmal auf die hier spielen. Und unser Lindwurm kommt ins Gefecht. Mahlzeit. Und noch eingemampft. Na, der scheint ja wohl Hunger zu haben. So, die Fernkämpfer kommen keine Sekunde zu spät. Hier ist wieder ihre Anführerin. Die hätte ich gerne rausgefokust. Leute,
Die greife ich nochmal an. Die sollen nämlich schön aufgeben. Ihr macht hier weiter. Der Baumriese wurde auch von dannen gejagt, von unseren Soldaten. Unsere Bogenschützen sollen den aber jetzt auch bitte ganz final rausnehmen. So, und ich merke, dass diese Wölfe echt saugut sind. Also da kann man echt nichts sagen. Die sind leider viel zu gut, um wahr zu sein. Ihr nehmt mir jetzt aber auch die feindlichen Fernkämpfer bitte mit aufs Korn. Der feindliche Anführer ist von dannen gegangen. So, und dann checken wir jetzt hier gegen die hier. Und es scheint die feindliche Armee jetzt zusammenzubrechen. Und da ist er, der Sieg. Wir können diese Folge beenden, diese Schlacht beenden, denn es ist eine Stadteroberungsschlacht. Gucken wir mal uns das Performance an. Wir haben ganz schön viele Ochse verloren. Die Trolle waren gut. Jungs waren gut. Ja, kann man sich nicht beschweren. Der Baumensch hat viel erwischt. Die Wölfe, also die Wölfe sind stark. 213 Kills, mein lieber Mann. Die darf man nicht unterschätzen. Hätte ich mir lieber die Werte angeguckt, hätte ich vielleicht meine fiesen Schlitzer nicht auf sie drauf gejagt. Naja. Egal, die fiesen Schlitzer haben ihren Sinn und Zweck erfüllt. Sie haben den Gegner verscheucht. So. Wir müssen warten. Ein Pyrrhus-Sieg, genau das wollen ja die Orks. Wir kriegen richtig viel Geld. Wir haben auch keine Einheit verloren, das ist auch sehr schön. Ja, da haben die Trolle sich gegen die leicht gepanzerten Einheiten tatsächlich gelohnt. Kann man nichts sagen. Viele unterschätzen sagen, die Trolle sind nicht gut. Waren sie auch lange, seit dem Update sind sie etwas besser. Kann man nichts sagen. So, ein Haken dahinter. Na, ausrauben bringt mir jetzt aber an der Stelle gar nichts. Vor allen Dingen ist es auch meine eigene Provinz, deswegen besetze ich das einfach. Wir haben Trücher besiegt. Wir sind immun gegen Verschleiß in Ateloren und im dem erweckten Wald. Und lokale feindliche Provinz kriegt ein gehorsames Malus von -5, wenn wir uns mit Azak, dem Vernichter, dort aufhalten. Wir haben die Provinz gesichert. Und wir haben erfolgreich mit unserem den Krieg seiner Trauer gejätet. Unkraut muss einfach weg. Kaputt. Wir haben nochmal einen Talisman mit Rettungszauber bekommen. Wir haben noch was bekommen. Dann schauen wir uns jetzt erstmal, weil ich es gerne vergesse, diese Sachen an. Und dann hätte ich gerne für ihn den Rettungszauber. Sonst kann er noch nichts haben. Da ist auch nichts Besseres da. Dann Masseltuff, der Pilzfresser. Ah, du kriegst jetzt die Magieresistenz. Du bist ja auch ein Zauberer, verdammte Axt. So, dann kriegst du die Darbstahl. Den Rückenbrecher kriegst du noch. Diesen kleinen Goblin-Freund bekommst du. Du bekommst da erstmal gar nichts. Du hast noch nichts zu bekommen, leider. Tschak. Mika braucht auch noch keine Sachen. Zack. Okay, dann die Level-Ups. Also, wir haben die Jungs gut verbessert. Und dann muss ich überlegen, wie es weitergeht. Die großen Jungs müssen wir noch nicht machen. Dann machen wir erstmal noch die Finsternis der Verzweiflung. Günstiger. Mordheim könnten wir sogar schon ausbauen. Das ist auch sehr schön. Bechhafen geht da schon die Mauer. Die geht. Die baue ich da auch gleich rein. Dann den Glitzerkram. Dann hier das bauen wir aus. Dann können wir in Mordheim noch mehr Glitzerkram haben, mehr Geld ist mehr Einheiten und das kann ich immer gut gebrauchen. So, vor allen Dingen, weil wir jetzt noch den großen Kampf vor uns haben. Warum sind die auch gejätet erfolgreich? Der Greifenwald ist zerstört, ist ein unpassendes Klima. Soll mir bitte jemand den Greifenwald besiedeln, wer das möchte? Wir werden das nicht machen. So, eine neue Forschung ist möglich. Scharfere Spieße, Schrottverbesserung Goblins, Waffenstärke für Kurbelwagen, Infanterie, nein. Spinnen, Schrottverbesserung für Spinnenreiter, Goblins mit Bogenführerschaft, nein. Wolfszucht, nein. Wildschwein, nein. Bemalen, Schrottverbesserung Wildorgen, Wildschweinreiter, nein. Wenn er Heilpilze, Verlustverstärkungsrate, die Heilpilze, wahrscheinlich tut Masseltoff endlich seine Rezepte verraten für diese Leckerpilze. Ein sehr guter Koch übrigens, der Masseltoff. Und jetzt können wir hier einen Erlass machen in der Region und da hätte ich bitte gerne mehr Wachstum und mehr Gehorsam. Deswegen war es mir sehr wichtig, eben die Ostmark zu erobern.
So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Die Ostmark selbst, glaube ich, kann ich gar nicht umbenennen. Das ist aber schade, oder doch? Nee, das ist dann Bechhafen an sich. Das kann man nicht mehr umbenennen. Ist auch nicht so schlimm. Ist eigentlich die Ostermark, ne? Wenn ich mich richtig entsinne. Nee, das nennen sie in dem Spiel tatsächlich die Ostmark. Naja, ist jetzt auch egal. Man muss ja nicht zu sehr lore sein. So, das war schon mal das. Dann ganz kurz das nördliche Weltrandgebirge, unsere andere Provinz. Die kann ja auch ein bisschen was machen noch. So, was könnten wir denn hier noch Gutes tun? Okay, das ist ein fraktionsweiter Bonus. Gar nicht schlecht. Wir könnten noch eine Mauer bauen. Die Riesen will ich eh nicht haben. Also hier oben übrigens die Riesen. Zack, die können einfach zu leicht rausgefokust werden, haben einen zu schlechten Rüstungswert, Leute. Ne, mit Rüstung 30 sind die halt einfach komplettes Opfer für Fernkämpfer. Aber tatsächlich, hier könnten wir die Flusstrolle haben, Steintrolle und die Riesenflusstrollhexe. Ich kann endlich die Damen einbringen in dieses Spiel. Und Trolle finde ich cool. Die haben sich bewährt, aus meiner Sicht. Zack, wird gebaut. Da Schatzhaufen, den bauen wir auch noch. Und dann ist das auch schon wieder fertig. So, noch eine weitere Runde werden wir machen. So, der bleibt erstmal hier, wo ich ihn habe. Wir gehen nochmal kurz in die Diplomatie. Ob sich etwas da getan hat, Sylvania. Sylvania mag uns immer mehr. Können wir mit denen noch irgendetwas Sinnvolles tun? Nein, können wir nicht. Die Orks sind etwas eingeschränkt in ihrem in ihren diplomatischen Möglichkeiten. Ja, weil ich muss. Die Sache ist die können keine Handelsabkommen machen. Ja, mit anderen Völkern. Da sind die zu doof. Sie sind zu doof zum Handeln. Ihr Handel ist über Fäuste. Nächste Runde. Und ich gucke auf die Uhr. Nein, ich sag doch, eine halbe Stunde ist vorher mal einfach gar nichts. Dann nimmst du einfach eine Stadt mit ein. Wir haben das Reichland getroffen. Unser Endgegner, wie ich euch angekündigt habe. Und keine Sorge, keine Sorge. Ich werde dieses Let's Play auch so weit machen, wie ich es am Anfang angekündigt habe. Und zwar werde ich unsere Risikopartie da mitspielen und tatsächlich die Völker versuchen zu besiegen, die wir besiegen sollen, laut Mission. Aber dann ist auch wirklich Schluss. Ich hoffe, dass auch das Chaos dafür sorgt, dass ein anderer Kriegsgegner oder mein anderes Ziel, Kislev, zerstört wird. So, unsere Krieger dringen tief in feindliches Land an, doch es ist nicht alles gut. Es zeigen sich dunkle oben, als sehe der Schatten eines gehörnten Gottes aus dem bösen Mond heraus. Zum Morlibs Blick hält die Armee. Wir können die oben verbessern und 1500 Gold ausgeben. Wir bekommen dafür Kriegseifer und das heißt plus 5 Führerschaft oder wir tun nichts unternehmen. Dann könnten wir einen Zorn auf uns ziehen. Ich will zurzeit nichts riskieren und sag die oben verbessern. Azak ist streng geworden, weil er sich in Städten aufhält. Und unsere kleine War-Armee, die wird auch immer größer. Ja, schließen sich immer mehr Grünhäute unserem War an. Jeder will ein bisschen dabei sein, wenn wir hier loslegen. So, auch bei ihm ist das der Fall, aber nicht so stark. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen höheres Einkommen und könnten uns überlegen, ob wir dieses nutzen für weitere Truppenrekrutierungen. Die kosten uns 230, das ist schon teuer, Leute, ne? Das ist schon teuer. Wir machen das, der baut jetzt mal ein Ork-Moschas. Zack. Ups. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Wo habe ich denn jetzt den Ork-Mossasch gebaut? Ah, ups. Fehler. Das kann... Ich war ja noch im War drin. So, den haben wir jetzt gebaut. Dann Mika Schlaunas. Da ist niemand drin zum Meucheln. Also laufst du weiter, mein Freund. Sollen wir den hier messern oder geht das jetzt eh nicht? Nein, der muss eh noch, hat noch eine Runde Cooldown da dafür. So, Mika, da bist du fast schon am Zielort. Und kommst du noch ein Stückchen weiter oder steht er wirklich da am Weg rum? Dein Schild ist übrigens sau cool, Mika. Das finde ich echt super. Du hast so eine super Bewaffnung dabei. So kommt man natürlich auch durch dieses kalte Land. Der Blick auf die Uhr verrät mir, die halbe Stunde ist leider vorbei. Aber keine Sorge, Leute, es wird wieder actionreich. Denn wenn wir uns hier ein bisschen jetzt dann hoch regeneriert haben
Oder wir machen das sogar jetzt schon, dass wir uns etwas weiter bewegen. Wir wollen ja kein Faulenzhaar sein. Wir wollen ja weiter kommen in dem Spiel. Bewegen wir uns jetzt zu unserem Ziel, Karak Kadrin. Und wir werden die sowas von verprügeln, diese Stumpens. Das sage ich euch jetzt gleich schon mal. Aber es wird keine leichte Aufgabe. Ja, wir haben es hier mit Slayern zu tun. Und es ist keine Laufkundschaft, diese Zwerge. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Spiel. Okay. Nun denn. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Auch bei dieser Superschlacht und bei dem Unkrautjäten. Und ich kann euch nur noch eins sagen. Eine fröhliche Sternenreise, ihr Soul-System-Bewohner. Und ciao, ciao, euer Bangcake28. Bis zum nächsten Mal.